Hallo, mein Name ist Michael Brehm und ich bin Gründer und Geschäftsführer von i2x. i2x ist eine Echtzeit-Sprachanalyse-Plattform, mit der wir im Bereich Customer Support und Telesales uns in die Telefonate einklinken mit der Zustimmung aller Parteien. Diese dann in die Cloud schicken, durch unsere eigene proprietär entwickelte Speech-to-Text-Software transkribieren, analysieren und dann die Ergebnisse in Echtzeit zurückschicken, um den Agenten Tipps zu geben, was sie besser machen können und den Managern zu helfen, sich zu verbessern. Und damit gehen wir auf eine der wesentlichen Bestandteile, was den Menschen ausmacht, nämlich Sprache und Kommunikation. Wir freuen uns, dass wir ein sehr komplexes technisches Problem lösen konnten, aus vielen verschiedenen Bestandteilen. Wir haben große Kunden wie Vodafone oder Siemens gewonnen, haben mittlerweile 45 Mitarbeiter aus der ganzen Welt in unserem Büro und werden dieses Jahr einen siebenstelligen Umsatz machen. Wir sollten den Preis gewinnen, weil wir AI dafür nutzen, um den Menschen besser zu machen, nicht zu automatisieren, und weil wir extrem technologiegetrieben sind mit der großen Mehrheit unserer Mitarbeiter in der Technologieentwicklung und bereits 8 angemeldeten Patenten.